Desert Launch Site. Boomerang Launch Site. Das muss ich auch noch mal gucken, wie ich die Dinger benutze. So, bitte einmal ausrichten. Richtest du dich selber aus? Ja. Weil ich hatte es auch schon mal, dass die Kapsel falsch rumgekippt ist. Was sehr selten vorkommen sollte, weil die Dinger sind extra so konzipiert, dass sie sich automatisch ausrichten, dank der Wölbung. Aber wenn es halt andersrum eintaucht, dann zerreißt es sowohl den Fallschirm als auch alles, was da so drumherum torkelt. Wir sind zu schnell. Wir sind noch nicht mehr in der Glühphase und die verglühen schon. Ja, das könnte unschön enden. Wir bauen Geschwindigkeit ab, das ist richtig, aber viel zu langsam. Sehr schade, wenn die Glukanister verbrennen. Naja, wobei, in den meisten Glukanistern ist nur 0,1 und 0,2 drin, um die ersten Atmosphärenschichten quasi abzuhaken. Die sind nicht wirklich wichtig. Oh, nee, das war. Ist überhaupt noch an? Ja, die werden verbrennen. Schade. Na guck mal, die Geschwindigkeit geht kaum runter. Weil ich halt zu lange Aerobreake. Also, die Apoapsis war zu hoch mit den 250.000. Die geht jetzt langsam runter. Oh ja. Na, wobei, das könnte hinhauen. Ich warp jetzt mal absichtlich nicht, um die Berechnung nicht irgendwie zu verfälschen. Sondern ich sehe zu, wie die Kutengs leiden und kurz davor sind zu verglühen. Also Apoapsis müsste jetzt inzwischen schon nicht mehr vorhanden sein. Also ich bin auf der Apoapsis, ja hinter der Apoapsis, genau. Holt mich jetzt langsam ein. Die beiden sehen gut aus. Warum seid ihr da jetzt heißer? Ich drehe mal ein bisschen Eigenrotation. Ja, so ist besser, so ist die Hitzeverteilung besser. Okay. Oh warte, jetzt nicht mehr wirklich. Das Thermometer. Das wundert mich, dass das hier hinten Hitze abbekommt, weil ich müsste das ja hier und dann, wie man das hier auch optisch sieht, nach da abstrahlen. Also hier auf der Fläche da sollte es eigentlich gar nicht so super heiß sein. Ja, wir haben bald eine Service Bay, damit alles gut. Wo es einfach reingestopft und gut ist. Boah, da war es lange. Okay, aber ich glaube, wir sind jetzt soweit okay, dass wir walken können. Der Flugbahn ist stabil, da ruckelt nichts mehr. Und Geschwindigkeit geht langsam runter auf unter 2000 gleich. Ja. Sehr gut, 1500. Kommen die zweite Atmosphärenschicht. Kaum noch Hitze. Alles gut. Okay. Dann SAS aus. Wir wollen in absoluter Dunkelheit landen. Leider. Warp aus. Falsche Maus. Wieder warpen. Warp unterbrechen. Jetzt. Und wir sind jetzt nach 50 Minuten Spielzeit bald schon fast zu weit in der letzten Staffel. Nicht ganz, aber es ist überraschend, wie schnell man Fortschritte macht, wenn man weiß, was man tut und wenn man genug dazu gelernt hat. Und 200 Meter. 100. Okay, Warp raus. Nacht, da sahen wir keinen Schatten.
Warum ist da was heiß? Ist für eine komische Anzeige gerade. Egal, Recover Vessel. Und staunet über die Forschungspunkte. Bam. Goodie. Das heißt, ich hätte gerne das kleine Antriebding für einen besseren Orbit. Ja, alles mitnehmen. Dann... Hamster. Ja, Purchase. Und als nächstes Basic Science. Wo ist das Pressure Barrow? Oh, das habe ich schon. Das hätte ich auch mal mitnehmen sollen. Ja, nächstes Mal. Bis zum nächsten. Wow, wow, wow. Sind gerade ein paar Tage verschwunden, weil ich aufsehen auf Max gedrückt habe. Hier, Mission Control. So, Explore the Moon wäre schon eins der nächsten. Hier sind Orbits around Kerbin. Da müssten wir aber schon das andere Teil mitnehmen. All diese Passagierkapsel. Und mit der Passagierkapsel kann man verglühen und das ist alles ein bisschen unpraktisch. Nee, ich gehe direkt hier zum Moon. Nur ein Flyby. Simply head to the moon and pass by it. Except. Sonst. Science Data from Space können wir auch jederzeit machen. Except. Und der Rest sind gezielt, wo man über irgendeiner bestimmten Stelle das machen muss. Das will ich nicht. Nö. Okay. Forschung hatten wir. Das hatten wir. Das Ding aufstufen wäre einer der nächsten Schritte. Jetzt nicht unbedingt sofort. Ja, wobei. Doch eigentlich genau jetzt sofort, damit wir die Mondrakete ordentlich bauen können. Ja, auch ganz schön knapp bemessen, ha? Ja. So. Okay. Ich hätte gerne. Da ein Triebwerk drunter. Da ein Decoupler. Fuel Ducts habe ich noch nicht, ne? Nein. Du hast ein Delta V von nur 2400. Achso, weil das Staging vermuckst. Das ist ja. Aha, schon besser, okay. Also, alles startet, die werden abgesprengt. Nein. Das wird abgesprengt, das startet. Das kann ich genauso wie eben starten, oder? Also, die waren einen Ticken zu schnell zusammen mit meinem Triebwerk. Aber wir haben jetzt mehr Gewicht dran wegen dem Terrier. Das sollte okay sein. Nö, ich glaube, ich hatte das genauso, wie es jetzt ist. Achso, noch den. Den Pressure Baromaten ran. Eigentlich auch mehrmals, ne? Und noch ein Temperaturteil. Blablablablablablab. Okay. Das hätten wir auch. So. Wir sind jetzt schon bei 33 Teilen, ja. Das ist okay. Nur für den Fall hätte ich noch ganz gerne. Die sind zu groß, ne? Ja. Hätte ich gerne noch hier Winglets. Auch Vierer Symmetrie, aber nicht auf derselben Höhe wie die anderen. Nee, das geht nicht. So, dass wenn ich von oben drauf schaue, dass man einen Zacken nach hier hat. Also so viel geteilt und dann einmal 45 Grad dazu und nochmal hier geteilt. Das sollte ideal sein. Du bist jetzt
Mon? Fragezeichen? 1.0. Nur Flyby. Ja. Und ich sollte starten. Den Schnappesberg scan machen. So, wow, was ist das alles für... Was war das gerade für eine Flugbahn da unten? Ich habe da was gesehen, das hier lang gelaufen ist. War es ein Asteroid? Ja. Eigentlich müsste ich den Mun jetzt rumlaufen lassen. Also es wird jetzt langweilig für Jebediah, erst tut mir leid. Da geht der Mund gerade unter. Da müsste der Mund gleich aufgehen. Ne, noch nicht. Der Mund ist erst da. Das heißt, er muss noch eine Viertelumdrehung machen, bevor er hier auftaucht. 100-fach? Ist das schnell genug? Ah, halbwegs. Wo kam denn die Milchstraße auf einmal her? Zeig mir den Mond. Da kommt er. Was? Also wir sind hier. Ja, geht auch noch ein bisschen. Wieder auf 100. Ah, es ist eine andere Galaxie. Da ist er. Okay, er ist jetzt anderthalb Daumen weit oben. 3, 2, 1, go. Gucken wir mal, ob anderthalb Daumen bei der Rakete hier reichen. Ist halt auch immer abhängig davon, wie viel Schub die Rakete gibt. Aber gucken wir. Ist auf jeden Fall schon mal einen dicken langsamer, weil ich nicht ganz so viel Schub gebe wie beim letzten Mal. Okay, ich gehe mit dem Schub komplett runter, mache alles über die Booster. Na, da kippen wir ein bisschen. Okay, ich nehme wieder ein bisschen Schub auf, damit wir hier gimbeln können, auch wenn das, wenn Reliant nicht so viel Gimbal hat wie das Rivel. Aber ein kleines bisschen sollte drin sein, das hilft. Wir haben noch nicht, ich habe keine Hamster hier drunter geklemmt, das hätte ich auch noch machen können. Aber ist okay. So leicht kippen anfangen. Super leichtes Kippen. Mehr. Viel aber in der Nähe vom Kreis bleiben, deswegen kippe ich nicht mal mehr. Versuche ihn halt langsam hier runterzuziehen. Report mache ich erst in die Mond. So, stopp. Apoapsis ist noch nicht ganz hoch. Skippen ist zu schwer, weil die Rakete zu lang ist. Das ist schade. Ja, wobei, geht glaube ich. Reicht. Wop. Geht nicht weiter, okay. So, ich kann jetzt allerdings nicht wie eben gerade direkt auf der Apoapsis das machen, weil... Ich rede mich wieder raus, ich weiß. Weil wir haben nur noch ein Sechstel oder so Tank für die Reliant. Und danach haben wir das kleine Frisseltriebwerk da und das wird es nicht schaffen, den Orbit hinzubekommen an der Apoapsis oder hinter der Apoapsis. Aber... Das hier sollte ein Kompromiss sein.
So, Prograde. Oh, wir sind... Oh. Schauen wir mal. Ja, wir haben noch Zeit, bis wir unter 71.000 fallen. Das sollte okay sein. Kannst du mal hier noch ein Atmospheric Pressure machen? Und ein Mystery Boom. Ja doch. Doch, ist alles gut. Ist alles gut. Kannst sogar ein bisschen flacher werden. Ja. Temperature Scan gibt nur 8. Weil wir haben 2 davon, ne? Ja, mach mal einen jetzt und die anderen behältst du hier auf. Und das ist nicht genug Treibstoff für den Mond. Nee, 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 nee. Okay, dann spiele ich hier mit dem Orbit rum, mache dann ein paar Forschungspunkte und versuche eventuell einen hohen Orbit auf beiden Seiten zu kommen. Anstatt mit dem Ding jetzt auf Krampf zum Mond zu kommen. So, Periapsis taucht gleich auf. So, okay. Heißt, wir können anfangen mit Experimenten. Ein Kuhcontainer noch. 10 Punkte. Go. Haben wir das schon, haben wir das schon. Ich habe, glaube ich, nur ein Biom oder so verpasst. Das genau zu erwischen wäre unwahrscheinlich. Highlands, Grasslands. Nö, das ist alles okay. Gut, dann würde ich ganz gerne jetzt zur... Sprit haben wir noch. Oh ja, gut. Zu irgendeinem der beiden. Apoapsis oder Periapsis ist egal. So, jetzt auf Kurs. Mit dem im Blick behalten. Das jetzt auf 251.000 bringen. Gut. Kannst du auf der anderen Seite auch nochmal. Oh, warum haben wir hier. Achso, weil wir jetzt hoch sind. Ja, es kommt alles gleich. Das muss ich jetzt nicht. Muss ich nicht jetzt machen. Durchgehend in einem hohen Orbit. Space High over Kerbin. Das heißt, Crewport, speichern. Temperature Scan, speichern. Pressure Scan, speichern. Mystery Goo Container, speichern. Speichern? Okay. Und jetzt weiter rumwarpen. Und ich müsste eigentlich jetzt auch noch EVAs bekommen, oder? Die werden die gerade nicht mehr aufgeführt. Da waren gerade Badlands. Achso, weil wir in High Space sind, zählt es nicht mehr, wo wir sind. Variable? Nee, weil es zählt, wir sind einfach nur im Space. Da sind die Biome jetzt uninteressant dafür. Okay, schade. Deswegen wird es da wahrscheinlich auch nicht aufgeführt, ha? Das heißt, wir machen jetzt nochmal einen Goo-Container. Damit sind wir jetzt schon durch. Ich wollte einmal rumgucken, ob irgendwas aufploppt. Ja. Okay, das heißt, wir können gleich abstürzen und das abspeichern. So.
eine sehr produktive erste Stunde, würde ich sagen. Die ersten drei Folgen. Und es ist vollkommen egal, wo wir Gegenschub geben, weil wir auf einem fast kreisrunden Orbit sind. Each. Achso, und ich sorge jetzt dafür, dass wir... Warte, Periapsis ruhig wieder auf 50.000 runter. Aber ich spreng denn nicht meine momentane Stage ab, sondern ich warp jetzt runter bis da hinten. Und wenn ich anfange, in die Atmosphäre reinzukommen, dann gebe ich nochmal Gegenschub und verbrenne den letzten Treibstoff. Dadurch sollten wir nicht ganz so hart reinkommen wie letztes Mal. So, wir kommen gleich in die Atmosphäre. Also ich gleiche jetzt schon mal ein wenig die Geschwindigkeit aus. Dann will ich ganz so lange verbrennen. Also ich treibe jetzt die Apoapsis runter, um dann den die Eintrittsdauer zu senken. So, 1700 ist schon wesentlich besser. Wohin sind wir? Ich glaube, 2-3 Minuten lang. Staging ist okay, ne? Ja. 2-3 Minuten lang bei 2000 noch was Mitte der Sekunde lang geflogen. Das ist echt ein Wunder, dass nichts verbrannt ist. Aber so sollte es jetzt wesentlich besser laufen. Also, warp, 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 warp. Kommen wir in die dritte Atmosphärenschicht. Jetzt. Braungeschwindigkeit noch auf, aber soll sich gleich wieder beheben. Da sind schon auf 1500 runter, 1400, ja super. Ganz schnell Eintritt. Wesentlich angenehmer. Leider wieder im Dunkeln, ja, das stimmt. Aber dafür landen wir Kerbin Shaw und da könnten wir einen neuen EVA gelandet herstellen. Weil genau wie es Flying Low Over jedes Biom gibt, gibt es auch halt für gelandet in dem Biom jeweils auch nochmal Forschungspunkte. Und da sind dann nochmal die Flugzeuge ganz nett, weil man in jedem Biom dann einmal landen könnte. Aber nee, Flugzeuge teste ich erstmal im Stream, bevor ich hier nochmal damit anfangen sollte, wenn ich überhaupt damit jemals anfangen sollte. Flugzeuge sehen komisch. So. Blank. EVA. EVA Report. Speichern. Haben wir hier irgendwas Tolles, was du noch machen kannst? Du kannst keine Bodenprobe nehmen, das dauert noch. Ich kann eine Flagge setzen, ja nicht. Und rein. Crew Report habe ich alle schon, ne? Ja, okay. Recover Vessel. So, nochmal schön viele Science-Punkte. Goodie, goodie, goodie. Das heißt, wir könnten jetzt schon... Was bräuchte ich am ehesten für einen Monden? Fuel Duct wären super. Nein. Ah, schon richtig abgefahrenes Zeug. Nee. Ui. MK2. Oh. Ist das Vanilla? Ein MK2er-Pod. Das ist super für Forscher mitnehmen. Oder Touristen oder was auch immer. Trotzdem nehme ich lieber Batterien und so Zeug. Und eigentlich echt gerne das. Muss ich vielleicht nächste Folge gucken, dass wir noch irgendwas anderes erforschen, wo wir denn die Punkte zusammenbekommen.